Marketing. Heute möchte ich euch zeigen den Adventskalender 2023. Wir haben dieses Jahr zwei Adventskalender. Einmal den Lingerie-Adventskalender, der für Fortgeschrittene ist, und einmal den Slip-Adventskalender, ist was für Anfänger. Die Adventskalender sind so toll rübergekommen letztes Jahr, dass ich mir gedacht habe, ich zeige euch auch, was wir so ein bisschen drinnen verpacken, und ja, und wer Lust hat, kann gerne in unserem Shop schauen und sich eins bestellen. Ich fange mal an. Und zwar, wir verpacken immer ein Maßband. Der ist wichtig, um, dass wir uns vermessen. Dann, Spitze darf nicht fehlen bei dem Lingerie-Adventskalender. Ich erinnere euch daran, dass die Spitze nicht immer diese Farbe entspricht. Also ich frage immer den Kunden, ob eine Farbe, die er nicht mag oder die sie nicht mag, oder eine Farbe, die sie sich wünscht. Und da gehen wir ein auf die Wünsche von den Kunden. Die Spitze, wie gesagt, ist einmal für BH und einmal für Slip nähen. Deswegen wird sie in zwei Packungen wiederfinden. Einmal Lycra. Auch da haben wir ein festes Lycra, weil diese Kunde hat sich was Festes gewünscht. Da achten wir drauf. PowerNet. So wie jeder weiß, PowerNet ist ganz wichtig, weil wir natürlich Unterstützung brauchen im Rückenteil oder als Kapfutter benutzen, die den auffügen. Ne? Also der BH wird komplett gefüttert. Ist auch ganz wichtig. Ein Maßband, der dient dazu manchmal für die Nahtzugabe, und der ist sehr praktisch. Der ist eigentlich sehr praktisch, wenn man die Nahtzugabe zeichnen möchte, direkt im Schnittmuster. Tüll, ein unelastisches Tüll findet ihr im Paket, der dient für den Mittelstück und den Unterteil. Das, wie jeder weiß, soll ein festes Tüll sein, unelastisch, ganz wichtig. Dann brauchen wir Dekolleté-Band, damit die Spitze auch nicht ganz locker bleibt, der Oberkapp. Und ein Unterbrustgummi. Bei den Unterbrustgummi, wie gesagt, da achten wir auch. Wenn jemand eine große Größe hat, dann versuche ich einen stabileren und vielleicht einen bisschen höheren. Und sonst standardmäßig. Bügelband, da gehören die Bügel, die natürlich nicht mitgeliefert werden, ne, weil jeder einen anderen Schnitt natürlich gerne näht. Da haben wir die Zierlitze. Ein Verschluss, BH-Verschluss. In diesem Fall haben wir einen Dreier-BH-Verschluss, weil wir für die große Größe einen Dreier-BH-Verschluss also raten, der ist stabiler. Trägerband und Schieber und Ringer. Auch hier gibt es die Option, man kann sich natürlich in Kunststoff, und in diesem Fall haben wir die aus Metall. Da achte ich auch drauf immer, ob sich der Kunde sich was wünscht, sonst entscheide ich an der Größe. Die Stecknadel. Wir verpacken immer Dessous-Stecknadel, weil die viel dünner sind. Und ich achte wirklich drauf, dass wir gute Qualität haben, weil das ist ganz wichtig, damit der Lycra und die Spitze nicht kaputt gehen und keine Löcher entstehen. Hier haben wir noch ein Einfassgummi. Kennt wahrscheinlich jeder, der einen Lingerie-Adventskalender bestellt, kann schon wahrscheinlich schon oder hat schon den einen oder den anderen genäht. Und hier, warten wir kurz, komme ich raus, die Nähmaschinennadel. Ganz, ganz wichtig. Wie jeder weiß, ich lege ganz viel Wert, dass die Nähmaschinennadel gewechselt werden pro Projekt und dass man die richtige einsetzt. Und in diesem Fall habe ich bei Nikofest die Maschinennadel. So, ich mache mal kurz eine kurze Pause und trinke mir, so wie ihr ja seht, wir haben eine neue Tasse in unserem Online-Shop entworfen. Und ich liebe diesen Spruch, Nähmaschine an, Welt aus. Und bevor ich noch was euch zeige, trinke ich mal ganz kurz. Könnt ihr gerne in unserem Shop mal schauen.
Aber ein guter Tipp, weil ihr könnt ja schon damit anfangen. Der erste Paket sozusagen kann man schon an BH nehmen, wenn derjenige schon anfangen möchte und nicht mehr warten möchte bis den 24. Aber ein Tipp, was ich euch geben möchte, wir haben dieses Jahr einen Nähplaner entwickelt. Warum überhaupt? Weil ich immer merke, dass ich manche Sachen vergesse. Vielleicht diesen Stich bei diesem Gummi war besser oder ein paar, was, wie viel du benötigst an Material, damit auch nicht manchmal zu viel oder zu wenig. Also habe ich auch für mich was entwickelt, wo ich gedacht habe, das schadet bestimmt auch nicht dem Kunden, wenn ihr das möchtet. Das heißt, ihr könnt hier eure Projekte, eure benötigten Stoffe, die Farbe und eine Skizze vielleicht drauf machen. Dann haben wir tatsächlich noch eine Masterbälle und eine To-Dos. Ich denke, dass jeder, der gerne näht, To-Dos hat für 2024 vielleicht. Und den findet ihr bei uns im Shop. So, jetzt mache ich weiter. Das heißt, das erste Paket ist schon fertig. Danach fangen wir wieder an. Da habt ihr eine Zierlitze. Für was denn wohl? Wenn man einen schönen BH hat, dann braucht man einen schönen Slip dazu, ein Set. Und da haben wir nochmal extra angepackt. Nochmal extra Lycra für den Slip. Und Schleifchen. Wir haben extra zwei Stück. Eins in BHs und eins in Slip. Wer Schleifchen natürlich auch mag. Es gibt immer wieder diejenigen, die sagen, ich möchte keine Schleifchen. Wir haben extra zwei Stück. Eins in BHs und eins in Slip. Wer Schleifchen natürlich auch mag. Es gibt immer wieder diejenigen, die sagen, ich möchte keine Schleifchen. Ich mag die gerne. Und dann unseren, tada, Gutschein. Damit könnt ihr entweder, wenn ihr hier einen Kurs bei Fantasia bucht, wir geben ja Dessous-Kurse, Lingerie-Kurse, wir geben Workshop am Wochenende, wir geben auch Modekurse und das könnt ihr dann damit anlösen oder ihr möchtet vielleicht ein Schnittmuster, der ist ja nicht enthält, der ist nicht mit drin in der Lingerie-Adventskalender. Das heißt, damit könnt ihr das auch verwenden, könnt ihr den Gutschein gerne verwenden. Ja, ich denke, ich habe nichts vergessen. Die Tüten haben wir extra wie unsere Nähmaschine, unsere Logo. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nähen. Wenn ihr Fragen habt, gerne einfach mal eine E-Mail schreiben und eine wunderschöne Zeit mit euren Liebsten. Bis dann, ciao!